Hallo, hallo YouTube, Moritz Bauer hier mit meinem ersten Content-Video in meinem neuen Kanal, in dem es darum geht, dich zu motivieren, dich zu inspirieren und dir ein paar praktische Tipps für persönliches Wachstum mitzugeben. All die Dinge, die mir dabei geholfen haben, meine Träume in Erfüllung gehen zu lassen und was ich so gelernt habe die letzten 10 Jahre im Bereich persönliches Wachstum. Und das erste Video hier soll darum gehen, wie ich meinen Traum erfüllt habe, meinen Traum von der totalen Freiheit immer das tun und lassen zu können, worauf ich Lust habe. Ich habe mir einen Traum heute erfüllt. Ich sitze hier gerade in Bali, Indonesien, trinke einen Karotten-Apfel-Juice. Es ist Mittag, ich weiß gar nicht, 15, 16 Uhr. Und davon habe ich schon immer geträumt. Geträumt davon, mir meinen Alltag selber einteilen zu können, selber entscheiden zu können, was ich tue, wann ich es tue und mit wem ich es tue. Also ich hatte nie Lust darauf, morgens um 8 irgendwo in einer Zeitmaschine meine Karte abzutickern, dann kommt da irgendein Boss daher und sagt mir, hier Herr Bauer, machen Sie mal bitte dies und jenes und danach machen Sie das und das. Ja, das war mir sofort klar, darauf habe ich keine Lust und mein Leben persönlich für mich ist mir viel zu wertvoll, als dass ich es in irgendeinem Büro abhocke, in irgendeinem grauen an irgendeinem grauen Schreibtisch mit Leuten, auf die ich keine Lust habe, in einer Arbeit, die ich nicht wirklich cool finde. Dafür ist mir mein Leben zu schade. Also hatte ich einen Traum und der Traum war, ich wollte frei sein, die totale Freiheit haben. Freiheit einmal im Inneren, keine Ängste mehr zu haben, dieses Leben zu leben, auf das ich heute Lust habe und extern, im Extern, dass ich eben die finanziellen Mittel habe, mir all das leisten zu können, worauf ich Bock habe. Beides habe ich heute erreicht. Am inneren Wachstum arbeite ich aber natürlich kontinuierlich weiter, am äußeren genauso, aber ich bin heute an dem Level angekommen, wo ich mich früher hingeträumt habe und wie ich das geschafft habe, wie ich dir kurz in diesem Video hier näher bringe. Und der allererste, wichtigste Schritt überhaupt, um deine Träume verwirklichen zu können, ist, dass du einen ganz klaren Traum hast. Ja, dieser Traum von dieser Freiheit, die ich heute lebe, die ich heute habe, der war so kristallklar in meinem Kopf drin, wie nie etwas anderes in meinem Leben. Also ich wusste 28 Jahre lang überhaupt nicht, was ich wollte. Ich wusste immer nur, was ich nicht wollte, aber ich wusste nie, was ich wollte. Aber es gab eine Sache, die wusste ich schon immer. Und die wusste ich schon als Kind, als Teenager, als ich 20 war, als ich 25 war, jetzt. Ich weiß, die ist so präsent in meinem Kopf wie nichts anderes. Und das ist, ich wollte frei sein. Frei sein, meinen eigenen Shit zu machen. Frei sein, zu leben, wie ich will, wo ich will, wie ich Lust habe. Und eben an genau den Dingen zu arbeiten, auf die ich Lust habe. Und diese Klarheit im Kopf führt dazu, dass du in Aktion kommst, führt dazu, dass du letztendlich deinen Traum erreichst. Und das, denke ich, ist bei den meisten Leuten das Problem. Die haben kein klares Ziel, die haben kein klares mentales Bild davon, wo sie hinwollen. Und wenn du dir im Kopf nicht klar darüber bist, wo du hin willst, was du mit deinem Leben machen willst, dann, mein lieber Freund, wird es sehr schwer, da anzukommen. Dann bist du wie so ein Segelboot auf dem Ozean. Mal kommt er links von rechts, dann schippert es dich nach rechts. Kommt der Wind von rechts, dann schippert es dich nach links, weil du eben keinen klaren Fahrplan hast, die Segel nicht richtig gesetzt hast. Darum allererster wichtigster Schritt ist, finde heraus, was willst du wirklich mit deinem Leben machen, was ist dir wichtig, wie willst du dieses eine Leben, was du nur hast, leben und mach dir dieses Bild von dem, wo du hin willst, ganz, ganz klar in deinem Kopf. Das ist ultra, ultra, ultra wichtig. 90% der Menschen da draußen haben das nicht, darum kommen sie niemals da an und leben eben auch ein entsprechend mittelmäßiges Leben. Ich will das auch gar nicht verurteilen, für viele Leute ist es cool. Die meisten Leute sogar würden meinen Weg gar nicht leben wollen. Ja, da ist auch viel Selbstverantwortung mit dabei, viele Tiefschläge und Rückschläge, die man einstecken muss. Als Arbeitnehmer sind viele Dinge auch einfacher, sind geregelter. Mein Weg ist nicht jedermanns Weg. Aber wie gesagt, wenn du auch so ein Typ bist wie ich, der sagt, hey, ich will halt am Montagmorgen um 10 selber entscheiden können, ob ich arbeite oder in den Pool springe oder ein Buch lese oder mich mit einem tollen Mädel oder einem tollen Mann treffe, wenn das eher dein Weg ist, dann ist dieses Video auch was für dich und dann kann ich dir auch ein bisschen was mitgeben. Wie gesagt, allererster Schritt, ganz klares mentales Bild davon, wo du hin willst. Punkt 1, hast du das? Sehr gut. Punkt 2, nicht nur mentales Bild haben, sondern auch in Aktion kommen. Die allermeisten Leute da draußen rennen einfach nur oder träumen ihrem Traum hinterher und was passiert dann? Ja, sie träumen, wenn sie 60 sind, auch noch ihrem verdammten Traum hinterher. Sie machen nichts draus, sie greifen nicht an. Und eins kann ich dir sagen, ich persönlich kenne keinen einzigen Menschen da draußen, der nur vom Träumen, alleine vom Augen zumachen und sich dahin träumen, dahin gekommen ist, wo er gerne hin wollte. Alle Leute, die ihre Träume verwirklicht haben, alle Macher, alle erfolgreichen Menschen haben etwas gemeinsam. Und das ist,
Sie haben nicht nur darüber nachgedacht, wie es wohl wäre, wenn, sondern sie sind rausgegangen, proaktiv, haben einen Schritt vor den anderen gesetzt, viele Fehlschläge natürlich auch erlitten, aber sie sind aktiv geworden und haben dann ihre Träume in Realitäten umgesetzt. Also mein lieber Freund, nicht nochmal 1000 YouTube-Videos anschauen, nicht nochmal 1000 Podcasts anhören, nicht nochmal 1000 Bücher lesen, einfach mal anfangen, ja? Schritt für Schritt hin zu deinem Traum. Jetzt kleiner Special-Bonus-Tipp, wenn du noch nicht weißt, was dein Traum ist, wenn du nicht genau weißt, wo du hin willst im Leben, dann fang einfach mit der erstbesten Sache an, wo du denkst, das könnte mir liegen, das könnte mir Spaß machen, vielleicht ist es das. Leg einfach los, mach den ersten Schritt, probier es aus, renn einfach mal los, komm in Aktion und dann finde raus, ob das dein Ding ist. Wie gesagt, ich habe 6 Studienabbrüche hinter mir. Ich hatte, bis ich 28 war, 0 Ahnung, wer ich bin, was ich tun soll mit meinem Leben. Aber ich habe eine Sache gemacht, ich habe ausprobiert. Ich habe scheiße viel ausprobiert mit meinem Leben, bin scheiße oft auf die Fresse gefallen. Das ist aber mit auch der Grund, warum ich heute hier sitze, tun lassen kann, was ich will und eben genau da angekommen bin, wo ich mein Leben total genießen kann, wo ich einfach genau das tue, worauf ich schon immer Lust hatte, mich persönlich weiterzuentwickeln und das Leuten weiterzugeben. Aber es war ein extremer Prozess. Elektrotechnik habe ich angefangen zu studieren, dann habe ich Sport Englisch auf Lehramt gemacht, habe ich Informatik angefangen zu studieren, wieder abgebrochen, Mikrosystemtechnik angefangen zu studieren, danach auf Theaterschule, dann in der Weinbar gekellnert, dann Unternehmertum angefangen zu studieren, wieder abgebrochen, dann auf einer Schauspielschule. Ja, ein riesen Radarabatsch. Meine Eltern sind natürlich komplett verrückt geworden, ich in dem Prozess auch, aber hey, ich habe es ausprobiert. Ich bin 10-mal gegen die Wand gelaufen, okay, aber das habe ich zumindest gebraucht, um meinen Weg zu finden. Darum meine Message an dich. Glaub auf dein Herz, ja, trust in your heart. Das ist das Einzige, was wirklich weiß, was richtig für dich ist. Leg los, geh diesem Weg entgegen, geh dem entgegen, was dein Herz für dich als richtig empfindet und dann wirst du zu 100% da ankommen, wo du dich wohlfühlst am Schluss und wo du einfach genau dieses Gefühl hast, was ich jetzt habe, mittendrin zu sein im Leben, weil du eben genau das machst, worauf du Bock hast. Okay, das Video ist jetzt schon ein bisschen lang geworden. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Hab einen ganz glasklaren Traum, wo du hin willst. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Komm in Aktion. Leg los. Mach dir den ersten Schritt dahin. Und Bonustipp, wenn du nicht ganz genau weißt, wo du hin willst, leg einfach los mit der erstbesten Sache, die dir einfällt, worauf du Bock hast. Leg los und dann mach viele Fehler, steh wieder auf und geh deinem Traumleben jeden Tag einen Schritt näher entgegen. Ich wünsche dir was. Ich genieße jetzt hier mein Essen, das gerade gekommen ist, und meinen Karotten. Tschüss. Grüße aus Bali. Hau rein. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Video. Ciao.